Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni und wir sind gerade am Pennen. Warum geht die Zeit nicht schnell vorbei? Das ist ein bisschen doof. Ich gucke erstmal, wie es hier weitergeht. Es tut mir übrigens leid, dass jetzt schon länger kein an die Uni mehr kam. Bisschen kritisch. Sie hat ihre Hausaufgaben noch nicht fertig für morgen. Dafür schon, das ist gut. Okay, jetzt kriegen wir auf jeden Fall hin. Die Frage ist, die Abschlussarbeit, müssen wir die... Also steht... Also vor Ende des Semesters. Wir haben noch 5 Tage. Das heißt, dass wir das Wochenende auch nutzen können. Gut. Weil ich würde auch gerne noch eine Saftparty schmeißen. Aber dann kann sie ja tagsüber quasi ihre Arbeit schreiben und dann einreichen. Und dann später kann sie... Ja, sie kann das dann einreichen und dann kann sie abends halt sagen, so, jo, wir werden, wir werden die Party machen, genau, weil ich würde gerne Saftparty machen, ich weiß aber nicht, ob wir genug Geld dafür haben, weil wir haben halt gar kein Geld und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie genau wir an Geld kommen sollen. Wir könnten theoretisch... Also ich glaube, jetzt nach Stipendien kann man nicht mehr, oder? Oh, unsere Bedürfnisse wurden aufgefüllt. Das ist tatsächlich mir noch nicht passiert ja bisher. Aber jetzt. Ich freue mich auf jeden Fall. Geht sie zum Kurs? Ja, so, der ist erst für 5 Minuten. Gut, guck dir deine Sachen nochmal an. Das wird alles gut, ja? Alles gut. Wir kriegen das hin. So, und jetzt geh. Viel Spaß. Elaine besucht eine Vorlesung. So möchtest du neue Leute kennenlernen. Elaine könnte einer Organisation beitreten. Ja, das wäre natürlich eine Idee, ne? Aber man müsste halt da ja erst zu denen hingehen. Und Kunstgesellschaft ist, glaube ich, nicht das, was sie jetzt unbedingt machen würde. Sonst wäre halt Debattier. Aber, da weiß ich nicht, ob das was... Was... Das wäre halt eventuell was für sie, aber das ist halt erst in 2 Tagen so, deswegen, keine Ahnung. Das ist halt auch nachts und das ist halt auch wieder nicht so gut, deswegen, ja, müssen wir mal gucken. Aber grundsätzlich, ja, ist es natürlich erstmal wichtig, dass wir hier beim Kursplan bleiben. Ich habe die auch immer noch nicht umgestylt alle, aber vielleicht wäre es sinnvoll, das auch in einem Video zu tun. Also, keine Ahnung, ich denke, das ist ganz interessant. Ja. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die Sprache des Geldes, die Hausaufgaben zu Ende machen. Weil das ist erstmal sehr wichtig. Und dann, da unsere Bedürfnisse ja jetzt sehr ganz hoch sind, wäre es vielleicht nicht schlecht, irgendwie Leute kennenzulernen noch. Weil wir kennen jetzt ja noch nicht so viele Leute, beziehungsweise auch vor allem noch nicht gut. Also wir haben ja jetzt halt so diese paar Leute so, aber... Die kennen wir ja nur oberflächlich. Und das ist eigentlich nicht das, was ich mit ihr will. Weil ich meine, sie soll ja schon irgendwie Freunde finden und so. Und Akito schläft noch. Und da wohnt Hakim Yassin. Kennen wir Hakim? Ja, wir haben zumindest schon mal mit ihm geredet. Ach so, das ist der mit dem weißen Bart, ne? Oh. Oh, sie ist fertig damit? Das ist gut. Dann ist halt die Frage... Wo ist der? Also scheinbar ja nicht hier. Das ist ein bisschen doof. Aber dann würde ich gern... Ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber sie kann ja dann mit ihm einmal talken. Entschuldigung, Fräulein. Kannst du... Ey, jetzt steht ihr Rat da. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock zurückzulaufen, ehrlich gesagt. Deswegen weckt sie den Typen jetzt. Und dann... Warum hast du so viel... Also... Also, wenn das so ist, dann verkaufe ich das, ne? Also, ich möchte jetzt bitte einmal mit ihm reden. Nach und Tag fragen und so. Und dann, keine Ahnung, redet über Vampire, weiß ich nicht. Warum kann ich das verkaufen? Das ist so ein bisschen... Aber das sah ein bisschen doof aus. Weil warum sollte man das da so hinstellen? Jetzt ohne Witz. Das ist jetzt vielleicht entschiedetes Geld, aber ist mir egal. Weil ich meine, ich weiß doch noch nicht genau, wie ich die Miete zahlen soll am Ende des Semesters.
Weil das wohl richtig teuer sein soll. Und naja, wir haben 600 nur. Das wird ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Warum laggt es gerade so ein bisschen? Das ist nicht so gut. So redet ein bisschen über alles. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, wenn das auch noch steigt, das Charisma-Level. Weil wir machen ja darin quasi ja unseren Studiengang. So, 4 Stunden noch. Also um 15 Uhr erst. Cool. Dann können wir ja noch weiter mit dem reden hier. Können wir dem ein Kompliment machen und über Bücher reden und ihm schmeicheln. Keine Ahnung. Wir brauchen einfach Freunde und ich werde ihn definitiv umstylen. Das ist sehr wichtig. Deswegen werden wir vielleicht, wenn die nicht schlafen, aufhören, damit ich die halt vernünftig umstylen kann alle. Das wäre vielleicht die Idee, ne? Wir sind bei 5 Minuten. Okay. Ja, weil ich muss halt gucken, meine Kamera geht ja nach einer Zeit immer aus und die muss ich halt dann regelmäßig, muss ich dann halt auf diese Knopf drücken, damit die nicht ausgeht. Ja, Noten prahlen, eher nicht so. Fesselnde Geschichte, tiefgründige Unterhaltung. Witz über Rankenfußkrebse. Okay, mach, was du für richtig hältst. Und dann, Fragen auf Wassermann. Ja, nee. Bewunderung ausdrücken. Über Lieblingsschriftsteller reden ist, denke ich, auf jeden Fall was, was sie tun würde. Ich habe so Bock, feiern zu gehen mit ihr, aber wir haben noch ein paar Tage vor uns, bis wir das machen können. Tag verschönern. So, über Interessen reden. Gut. Auf jeden Fall haben wir schon ganz gut angefreundet. Also, ey, er geht einfach. Also, ich muss auf Klo. Ich würde ehrlich gesagt sagen, dass sie dann schon mal die Hausarbeiten macht für die Fächer, die sie dann halt morgen hat, weil das weiß ich nicht, ob sie das jetzt noch haben wird dann. Also ob wir dann Dienstag aufhören quasi oder Montag schon. Deswegen mache ich erstmal für eins von den beiden, weil ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Weil wenn wir das jetzt schon mal gemacht haben, dann haben wir halt mehr Zeit an den am nächsten Tag für uns. Und ich glaube, das ist das, was sie braucht. Ich denke, die ersten Tage waren einfach nur so krass stressig, weil jetzt gerade geht's ja eigentlich. Und sie geht jetzt schon wieder in irgendein Zimmer einfach, anstatt dass sie jetzt zu sich geht. Aber ich meine, ihr Schreibtisch ist ja auch belegt von ihrem Laptop. Aber ja, Dinge passieren, ne? Sie sitzt einfach auf dem Bett von Jill. Okay. Ich freue mich schon sehr, diese ganzen Leute umzustylen. Weil ich meine, selbst wenn wir dann das nächste Semester kommen, werden wir wahrscheinlich die ein oder anderen wiedersehen. Deswegen, mal gucken, wie das dann so wird. So, dann machen wir dann Hausaufgaben. Zumindest bis sie dann halt zum Unterricht muss, zum Kurs. Ist ja kein Unterricht. Aber ja, mach du mal. Zumindest, also weil dann nimmt man ihr jetzt ja schon ein bisschen Arbeit ab, ne? Deswegen ist es vielleicht nicht so schlecht. So, und dann würde sie jetzt schon gerne loslaufen. Kann sie auch gern tun. Wenn sie das so gerne möchte. Warum liegt hier überall Müll? Entschuldigung. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Den werfe ich mal kurz weg, weil das sehe ich nicht ein, dass hier die ganze Zeit überall Müll steht. Hallo? So. Und jetzt geh dann mal. Ja. Schön. Gut, dann bin ich mal gespannt, was sie uns dann sagen werden. Warum stinkst du? Was ist mit dir? Ich drücke einfach mal auf diesen Knopf. Sorry, das sieht natürlich nicht sehr schön aus, wenn ich mich hier so rüberstrecke, aber es ist mir lieber, als dass die Kamera mittendrin ausgeht. Oder plötzlich wieder die komplette Aufnahme korrupt ist. Oder zumindest ein großer Teil. Weil das war halt die letzten Male so. Jetzt kann sie auch ihr Fahrrad wieder mitnehmen. Weil es ist ja ihrs. Das hat sie ja einfach da. Und dann würde ich sagen, kann sie sich die, also kann sie da zuhören und dann kann sie Hip-Hop oder so. Und dann kann sie aber nebenbei halt Hausarbeiten für, also Hausarbeit machen schon mal. Weil das muss sie ja tun. Yeah. Kann man das auch leiser stellen? Weil ich habe Angst, dass das irgendwie gestrikt wird oder irgendwas. Und das möchte ich nicht. So, dann macht sie. Achso, sie kann nicht währenddessen. Gut, dann
Aber sie kann die doch wenigstens einschalten nebenbei, oder? Ausschalten. Hört sie das jetzt nebenbei? Doch, aber sie hat keinen Spaß mehr. Okay, dann kann sie die auch ausschalten. Also wenn das so ist. So, und dann muss sie gleich auf jeden Fall was essen. Da ist was Richtiges, das ist schön. Das isst sie dann. Und sie muss, glaube ich, einfach auch mal duschen. Ich frage mich halt, ob sie sich trauen würde, so zu duschen, weil ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Ich glaube nicht, dass sie so der Typ ist, die sich jetzt so trauen würde, unter so eine Dusche zu gehen. Deswegen weiß ich nicht. Aber ja, sie hat jetzt natürlich auch keine andere Wahl, ne? Sie muss jetzt halt so duschen. Ja. Das Fahrradfahren macht ja zum Glück auch ein bisschen Spaß. Ich habe gehört, auf dem Foxberry-Gelände sind überall Treppen und deswegen lohnt sich das Fahrrad da halt absolut gar nicht. Deswegen denke ich mir so, ich bin ganz froh, dass ich jetzt in Brightchester bin. Denn wir wollen natürlich gerne mit unserem Fahrrad fahren, ne? So, wir sind bei 11 Minuten. Okay, also ich muss das im Blick behalten, weil, ja, ich muss das ja heute noch alles fertig machen, ne? Denn das Video kommt morgen online. Und dann muss ich gucken, wann ich halt die nächste Folge von an die Uni bringen kann. Weil ich habe zurzeit halt sehr viel Stress, auch mit Schule und so. Weil wir schreiben jetzt auch wieder Klausuren. Und ja, ist halt immer so eine Sache. Aber ich gebe mir Mühe, dass das halt alles so kommt, wie es kommen soll, ne? So, dann isst du mal ein bisschen schneller. Und dann kann sie ja vielleicht gleich nochmal mit Akito reden. Ich werde die auf jeden Fall umstylen. Keine Sorge. Ich werde die sehr, sehr hübsch machen hier. Und dann machen wir noch irgendwie den nächsten Morgen oder so. Keine Ahnung. Und dann. Als ob da jetzt jemand anders duschen war. Geh einfach schnell duschen. Beeil dich. Ich hoffe, dass das dann trotzdem komplett voll ist. Das wäre sonst ein bisschen doof. So. Sieht auf jeden Fall gut aus. Das Akito. Und wir reden mit dem. Das ist dann halt einfach unser Bro. So, keine Ahnung. Mit dem befreundet sein ist vielleicht nicht schlecht. Freunde haben ist ja allgemein immer gut. So. La 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 la. Hallo. Der Fernseher ist irgendwie laut. Zumindest für mich gerade. Warum geht er? Was ist mit ihm? Hallo? Akito? Hallo? Als ob er schon. Ich dachte, er geht schon wieder aufs Klo. Über Logikrätsel reden. Über Interessen reden. Tag verschönern. Dann können wir tratschen. Keine Ahnung. So, Notendurchschnitt ist noch nicht berechnet worden. Okay. So, wir haben jetzt halt noch 4 Tage, ne? So, wir müssen halt die Hausaufgaben noch machen für Finanzvertrauen. Die will ich jetzt auch dann gleich noch machen. Die reden jetzt nochmal kurz, dann macht sie nochmal die Hausaufgaben und dann geht sie schlafen. Er ist auch ein Bücherwurm, das ist cool. So, und jetzt lass das. Mach die Hausaufgaben. Das ist sehr, sehr wichtig. Beeil dich ein bisschen, ja? Das funktioniert ja sonst nicht. Ja, ich schreibe auch immer in mein Buch, wenn es zu ist. Ganz normal. Ganz normal hier. Kennt man doch. Machini. Es ist schon wieder viel zu spät. Wann beginnt die erste Dings? Um 11. Es geht sogar noch. Es geht noch. Also es hätte noch schlimmer kommen können. Aber es ist ja noch erst unser letzter richtiger Tag quasi. Und dann, also beziehungsweise nicht letzter richtiger Tag, sondern hat sie dies abgeschlossen gehabt? Ja. Sondern halt, ja doch, eigentlich schon unser letzter richtiger Tag. Warte, dann schreiben wir unsere Abschlussprüfung, oder? Oh mein Gott. Wir schreiben unsere Abschlussprüfung. Hilfe! Oh nein! Oh. Das steht ja auch. Oh nein, wir schreiben unsere Abschlussprüfung. Hilfe!
Das ist eigentlich nicht das, was ich will. Ich hoffe, dass sie nicht so schlecht ist. Kann ich diese Sachen wegwerfen? Ja. Weil ich will hier nicht, dass sie die ganze Zeit Müll ist. Ich mag Müll nicht. Ich denke, das ist verständlich. So. Ich hoffe, sie kann heute ausschlafen. Dann kann sie sich ja am Samstag quasi dann an ihre Arbeiten setzen. An ihre Abschlussarbeiten. Und abends können wir dann eventuell, wenn wir genug Geld haben, eine Saftparty schmeißen. Können wir die nicht planen? Hier am Samstag. Ereignis hinzufügen. Und jetzt ist die Frage. Hier, Saftparty. Kostet nur 100. Aber das ist schon okay, oder? Zur Goldbelohnung gehört ein neues güldenes Saftfass. Okay. Wir sind natürlich die Gastgeberin. Und wir laden natürlich Akito ein und Jill und Natalia und Julia und Becca und Hakim und Prisha und keine Ahnung, kommt einfach alle irgendwie. Können alle kommen? Jo, ich kann alle einladen, die ich in meiner Liste hier habe. Das ist schön. Mixer brauchen wir nicht. So, und dann gehen wir hierhin natürlich. Und wir machen das um 18? Sie ist halt bereits ein Ereignis beginnen. Was für ein Ereignis, bitte? Und dann sagen wir 19 Uhr. Ich weiß nicht, wie teuer ein Saftfass ist. Das müssen wir dann noch irgendwie herausfinden. Aha. Ja, sie ist ein bisschen gestresst, aber das ist okay. Hoffentlich. Ich hoffe, es funktioniert. Gebt dir Mühe. Also, so gehe ich auch in meine Klausuren rein, aber. Mit dem Fahrradfahren ist ja sowieso gut. Genau. Fahr mit dem Fahrrad dahin. Dann hast du ein bisschen Spaß gesammelt. Das ist vielleicht nicht schlecht. Weil dann bist du nicht ganz so gestresst. Ja. Das füllt vor allem einfach richtig viel, weil die Strecke, die ist so mini und trotzdem bringt die halt so viel an Spaß. Ja, ne. Also kann man sich nicht beschweren auf jeden Fall. Ich bin so gespannt, was ihre Noten sein werden, ne? Ich hab ein bisschen Angst. Können wir. Okay, ihre Bedürfnisse wurden sogar gefüllt. 4 Minuten, 3 Minuten. Sie ist ready, oder? Komm. Ich frage mich, ob wir da jetzt auch sagen können, wie sie arbeiten soll. Müsste das. Hä? Ist das nicht unsere letzte Stunde? Oh ne, wir haben Montag auch noch. Montag sind dann die Abschlussprüfungen. Okay. Dann mach aber wenigstens Notizen. Mit Studenten plaudern, aktiv zuhören. Notizen machen ist, glaube ich, gut. Und dann kaufen wir Uni, nee, nicht Uni-Bedarf, sondern Uni-Objekte. Müsste das sein? So, und dann, ja. Zählt Level 3 in der Logikfähigkeit. Cool. Beeilen Sie sich ein wenig. Ich möchte wissen, wie viel ein Saftfass kostet. Ich hoffe nicht allzu viel. So. Zuversicht eingereicht und Bemühungen. Okay. Das scheint ja alles sehr nice zu sein. So, wir hatten ja, glaube ich, ein Spiegel gekauft. Also zur Not, wenn wir uns das nicht leisten können, können wir den ja auch verkaufen, denke ich. Kann man das überhaupt hier kaufen? Ich glaube, ich dachte. Staffelei. Hier. 150, das geht sogar voll. Wir nehmen Drachenfruchtsaft. Das klingt nach etwas, was sie nehmen oder so. Ich gebe so viel Geld aus, einfach Hilfe. So, und dann. Ja. Könnten wir theoretisch. Wollen wir dafür dann halt schon die Hausaufgaben machen? Eigentlich wäre das eine Sache, ne? Oder wir können an der Abschlussarbeit schon arbeiten, aber das können wir auch morgen machen.
Aha, das ist halt. Ich glaube, ich entscheide das jetzt halt die Dings, die nächsten Dinge. Ah, wann ich halt irgendwie Zeit habe, keine Ahnung. Wann ich halt das nächste Mal auflebe. Ich möchte diese Entscheidung jetzt nicht treffen, was genau sie tut. Weil wir sind am Ende der Folge anbelangt. Wir haben irgendwie gar nicht schneiden müssen, weil wir gar keine Ladebildschirme hatten. Deswegen, ja, denke ich, werde ich das einfach so hochladen, bis halt auf die. Oh, zooms in meine Kamera am Anfang und am Ende. Wie man es halt kennt. Ja, ist halt schon okay, eigentlich so. Okay. Ich werde jetzt. Das nächste Mal, bevor ich das nächste Mal das aufnehme, werde ich dann die ganzen Sims umstylen. Sorry. Und das wird dann auch als Video kommen, denke ich. Und dann kommt natürlich danach wieder ein neuer Uni-Part. Und dann geht's langsam rund. Auf jeden Fall. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!